Kampagne heißt Kick-Out, weil wir alles auf und neben dem Platz quasi wegkicken wollen, was dem im Weg steht, dass man so sein kann in den Strukturen von Fußball, wie oder wer man auch ist. Wir sind mit der Kampagne ganz klein gestartet und haben gemerkt, dass es auf sehr großen Zuspruch stößt, dass es für ganz viele ein sehr wichtiges Thema ist. Und dann ist das immer größer geworden und es war total toll zu merken, wie viele teilnehmen wollen, wie viele vorangehen wollen, Vorbild sein wollen und einfach ihr Gesicht zeigen wollen. Wir wollen, dass die Strukturen sich so verändern, dass alle so sein können, wie sie sein wollen, dass sie einen Platz im Fußball haben, egal wie sie sind und wer sie sind. Bei den Einsendungen ist mir aufgefallen, dass für viele die Realität eben noch anders aussieht, dass für viele der Schritt in die Öffentlichkeit schwierig ist und dass aber auch viele Vorbild sein wollen. Das Thema ist schon in der Öffentlichkeit und wir wollen nochmal ein Zeichen setzen, dass die Strukturen einfach noch nicht so weit sind. Und dass es auch noch andere Kampagnen und Vorbilder braucht, um wirklich nachhaltig auch was zu verändern und einen anderen Raum und eine andere Öffentlichkeit zu schaffen. Hallo, hier ist Anna Blesse. Ich mache bei Kick-Out mit, weil ich Mut machen möchte und weil ich möchte, dass Homosexualität in der Gesellschaft mehr Akzeptanz findet. Mein Name ist Oliver Ecker, ich bin Fußballer beim FC Graz in Österreich und Leiter der Anlaufstelle Fußball für alle des ÖFB und der österreichischen Bundesliga. Ich unterstütze die Initiative Kick-Out, weil sie einen sehr wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit von queeren Menschen im Fußball leistet. Und nur gemeinsam können wir es schaffen, Fußball offener, diverser, toleranter und queerer zu gestalten. Hallo, hier ist Lara Dickenmann. Ich mache bei der Kick-Out-Kampagne mit, weil ich eine Identifikationsfigur sein möchte. Ja, hallo, ich bin Pia. Ich spiele schon mein Leben lang Fußball. Mittlerweile in Berlin beim DFC Kreuzberg im zentralen Mittelfeld, wenn nicht gerade Corona ist. Ich bin eine der InitiatorInnen von Kick-Out und ich habe Kick-Out mit ins Leben gerufen, weil es mir wichtig ist zu zeigen, dass es queere Menschen im Fußball gibt und das in allen Ligen, auf allen Bolzplätzen, überall auf der Welt. Wenn in den Medien von queeren Menschen im Fußball die Rede ist, dann ja meistens von cis-männlichen, schwulen Profifußballern, die es doch geben muss und von denen sich doch bitte wenigstens einer mal outen soll im Rahmen seiner aktiven Karriere, wo doch so viele hinter ihm stehen. Ich habe keine Lust darauf zu warten. Ich will zeigen, es gibt queere Menschen schon im Fußball. Wir sind überall, wir sind divers. Wir sind lesbisch, schwul, transgeschlechtlich, intergeschlechtlich, wir sind non-binär, bisexuell, all das. Ob wir zu uns stehen können, hängt davon ab, wo wir leben, in welcher sozialen Umgebung wir uns befinden. Es ist auch euch überlassen, ob ihr euch überhaupt outen wollt. Schließlich muss ja auch niemand sich als heterosexuell oder cisgeschlechtlich outen. Ich möchte aber, dass ihr wisst, dass es uns gibt, dass wir viele sind und dass wir genauso richtig sind, wie wir sind. In diesem Sinne, kick out Queerfeindlichkeit im Fußball, auf dem Platz, neben dem Platz und überall.